Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus dem Stoff Acetylsalicylsäure, besser bekannt unter dem Namen Aspirin oder der Abkürzung ASS, einen sehr wichtigen Stoff, und zwar Salicylsäure, herstellt. Salicylsäure wird unter anderem in Esterreaktionen, medizinischen Produkten und so weiter benutzt. Auf jeden Fall habe ich in diesem Becherglas 20 zerstoßene 500 Milligramm ASS-Tabletten. Die Marke ist hierbei irrelevant. Zu diesem füge ich jetzt etwas 10%ige Natronlauge hinzu, also um die 50 Milliliter. Das Ganze umrühren und dann erhitzen, damit die Reaktion auch richtig losgeht. Ihr werdet das gleich leuchten sehen. Das liegt nämlich, und zwar nicht daran, dass da irgendwas luminisiert, sondern dass das Drahtnetz, das ich da zum Halten des Becherglases benutze, glüht mit der Brennerflamme. Auf jeden Fall jetzt schön rühren, damit es keine Siederverzüge und unreagiertes Material gibt. Und am besten benutzt man einen Magnetrührer, den ich im Moment nicht habe, leider. Ich werde das unter Zeitraffer dauern, weil man das ungefähr 5 bis 6 Minuten lang rühren sollte, und das ist ziemlich unnötig für das Video. In diesem Abschnitt verseifen wir die Acetylsalicylsäure mit der Natronlauge und bilden dabei Natriumsalicylat und Natriumacetat. Natriumsalicylat ist das Natriumsalz der Salicylsäure. An einigen Zeitpunkten wird das Ganze anfangen, heftig zu schäumen, und dann sollte man das lieber wegstellen, kurz, und abkühlen lassen, bevor das über den Rand des Bechers hinausgeht. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt müssen wir nur noch die Suspension abnutschen, um die Bindemittel, die übrigens gelb sind, weil sie karamellisiert sind, zu entfernen, damit wir dann fortführen können, und zwar mit der Fällung der Salicylsäure. Die fast klare Lösung versetzt man jetzt mit halbkonzentrierter oder konzentrierter Salzsäure, und dabei fällt Salicylsäure aus, weil Salicylsäure in Wasser sehr schwer löslich ist. Die Salzsäure vertreibt das Salicylat bzw. die Salicylsäure aus ihrem Natriumsalz. Dabei bildet sich Natriumchlorid, was viel besser in Wasser löslich ist. Und die Salicylsäure fällt halt als diese komische Paste aus. Außerdem fügt man jetzt etwas destilliertes Wasser hinzu, um sicherzustellen, dass sich auch alles Natriumchlorid, Essigsäure und Natriumacetat löst, welches gebildet wurde. Wir haben hier noch ziemlich feuchte Salicylsäure. Man merkt, sie ist ziemlich feucht, weil sie am Spatel hängen bleibt und sie ziemlich pappig ist. Diese kann man dann bei 90 Grad in einen Trockenschrank für ein paar Stunden legen, bis sie dann trocken ist. Ja, danke fürs Zuschauen.